Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Factorio. Ja, servus Leute, hier sind wir wieder. Wir machen weiter. Wir brauchen Sauerstoff. Sauren Stoff hier. Und zwar, er hat voll, okay. Er kriegt schon mal einen Fahrplan, einen Teilfahrplan. Und zwar Sauerstoffentladung. Inventar leer, Schaltungsbedingungen. Also Zeit vergangen. Wir könnten natürlich auch Schaltungsbedingungen, aber ja. Das habe ich eigentlich noch nie so verwendet. Das ist ein bisschen. Es soll ja in der anderen Version viel übersichtlicher sein wie hier. 30 Sekunden vergangen. Zum Tanken, zum Endtanken müsste das eigentlich ausreichend sein, ja. Zack. So, jetzt muss ich mir mal die Sache angucken. Achso, der fährt nicht, weil hier gerade nicht genug Schwefelabwasser da ist. Alles klar. Gut, dann würde ich mal sagen, ich steige hier ein und fahre mit dem Zug weiter. Chuchu, hier auf eigener Frequenz. So, der Zug fährt ab. Freie Fahrt voraus. Oder volle Fahrt. Okay, der Zug kommt dann so. Der Sauerstoff ist da. Er würde hier rauskommen aus sein. Ja, ich hätte da schon eine Idee. Dann könnte ich hier einen Abgleis machen, Abzweig. In etwa. Finde ich mal lustig, wenn er so zischt, so tsch. Das nennt man aktives Gleis bauen. Beim Fahren Gleis bauen. So, jetzt müssen wir hier bloß irgendwie einschwenken können. Ich will hier rein, du Dödel! Mensch! Warum macht er denn das nicht? Jetzt macht das. So. Ich brauche noch Signale Dunas. Zack, bums, eine Haltestelle. Nein, ich will nicht schon wieder das Lied. Nein! Lass mich in Ruhe damit! So, wir machen hier noch ein Signal dazu. Einfach, weil wir es können. Er meldet jetzt rot. Warum meldet er jetzt hier rot? Ah ja, weil der Zug hier im Segment ist, weil hier noch nicht gegrenzt ist. Jetzt meldet er wieder grün. So, also der Zug kann jetzt wieder fahren, der andere. Und hier. Hier oben bin ich immer nicht ganz so schlüssig, was ich mache. Wenn das Signal hier rot ist, meldet der andere normalerweise dann auch rot. Aber er meldet nicht rot, wenn hier zum Beispiel das Abschlusssignal
meldet ihr, wer was alles okay hier. Also kommt hier so ein Signal hin. Also, wenn mir das jetzt versucht, einer zu erklären, ihr könnt es mir tausendmal erklären, ich würde es immer wieder falsch machen wahrscheinlich, ich würde es nicht verstehen. Da, das könnt ihr euch sparen, also da ist bei mir schon Hopf und Malz verloren. Ich werde es einfach nie kapieren. So, die Haltestation heißt nicht Liam Wagstaff, sondern die heißt Sauerstoff-Beladung. Nicht Bettladung, sondern Beladung. Beatladung. So. Du bekommst eine weitere Fahrplanänderung. Einen neuen Eintrag, sondern Beladung hier. Mit der Bedingung, dass dein Inventar voll ist. Und mit der Wartebedingung, Zeit vergangen. Ich glaube, das Befüllen hat immer ein bisschen länger gedauert. Dann machen wir gleich mal 60 Sekunden draus. Zack. So. Wir können den Zug jetzt einfach mal rumfahren lassen, wenn wir wollen. Ich lasse ihn einfach mal fahren. Solange ich nicht einen fahren lasse. So, das wäre genau Pressdings hier. Machen wir das hier hin, weil da steht der Must im Weg. Der Must-Have muss hier im Weg stehen, natürlich wieder mal. Ja, da passen dann leider nur drei Waggons hin. Das könnte ein Problem sein, wenn man das denn so machen würde. Da müsste man praktisch auch das Signal nochmal verlängern, dass dann das hier, ja. Aber das wäre Giggle hier im Prinzip, ne? So, das haben wir hier anders gestaltet. Aber auch eine nette Idee, ne? Das kann man auch so viele Varianten bauen, das ist das Tolle. Und jeder wird auch anders bauen hier in Factorio. Von daher, um das jetzt heute aufzugreifen, ich nehme eure Tipps gern an. Ob ich sie umsetze, ist natürlich ein anderes Blatt Papier, wo das draufsteht. Das ist ein völlig anderes Blatt Papier, wo das draufsteht. Ich bin halt oftmals auch umständlich, nicht so effizient wie immer vielleicht dann. Aber ja. Ah, siehst du, da kommt auch schon der andere Zug. Er hat jetzt wieder genug da. Eine Ladung ist vollständig, jawohl. Und er ist auch voll, jawohl. Deswegen habe ich jetzt auch schon gucken wollen, dass die Strecke gleich noch funktioniert wieder. Ja, und jetzt seht ihr, hier ist blau. Also der darf immerhin noch in den Bahnhof rein. Und bei den anderen Signalen, bei den Blocksignalen, gibt es das glaube ich gar nicht. Aber die würden dann gelb sein, denke ich mal. Hm. So, jetzt meldet der hier rot. Ah, der meldet so lang rot, wie der andere Zug im nicht im Bahnhof ist. Deswegen hat der eine jetzt gewartet. Ja, da müsste ich noch ein paar Signale zwischen auf den Weg stellen. Damit da, aber sonst müsste einer so lange warten, bis er wieder fahren darf. Ja, das ist halt diese Problematik mit den Zügen. Ne? Zum Beispiel könnte ich jetzt hier schon mal wieder ein Signal hinstellen, dass da wieder der Abschnitt unterteilt ist. Dann könnte man hier auch mal sagen, ja, mal hier Teilabschnitte machen. Und schon habe ich jetzt keine Signale mehr. Da ist der Zug wieder. Ich meine, so oft kommt der an der Zug ja gar nicht, aber trotzdem. Ich mache das jetzt hier mal ein bisschen willkürlich.
So in etwa könnte das dann halt weiter aussehen. Es reicht jetzt mal die paar Segmente hier. Da kann praktisch der Zug immer ein weiteres Abschnittssegment dann einfahren, wenn er das denn will. So, habe ich jetzt. Ja. Genau das war der Fehler wieder. Ich habe zu weit nah hingebaut, weil ich jetzt die Pumpen nicht mehr einfügen kann. 1, 2, 3, 4, 5. Ich brauche 5. Ich muss nämlich davon den Sauerstofftanks abzweigen. Und ihr wisst, immer wenn man Flüssigkeit irgendwohin besser bewegen will, ohne dass sich da was ausbalanciert, dann mit Pumpen bitte. So, ja, das ist das, was ich gemeint habe. So. Das müssen wir gleich nochmal ändern. Schön, dass es hier das gelbe Feld anzeigt, dass man genau weiß, aha, da hält später ein Tankzug. Wie gesagt, der eine fährt jetzt halt erstmal. Aber das ist ja egal, wir haben genug Treibstoff. Da haben wir gerade genug, da brauchen wir nicht drum machen. Wobei ich wahrscheinlich auch mal die schwarzen Brösel wieder mal gucken müsste, nicht, dass da was voll läuft. Weil irgendwas läuft immer voll, man müsste es halt da so ein bisschen so eine Balancierschaltung dann machen, je nachdem. Oder halt, dass der eine Treibstoff mal verwendet oder der andere Treibstoff, aber das kann man eigentlich hier gar nicht einrichten. Der nimmt sich hier dann immer den effizientesten Treibstoff, den es gibt. Habe ich schon gemerkt, teilweise, wenn da was in der Kiste rumfährt. So, da haben wir da die Pumpe, da ist da die Pumpe, da ist da die Pumpe, da ist da die Pumpe, ja. Passt. Dann werde ich das noch verkabeln. Jetzt halt mit grünem Draht, weil ich jetzt nicht mehr genug rote Drähte habe. So. Aber das tut sich gar nichts zur Sache, das ist einfach nur eine Farbe. So, der Bahnhof. An Zug senden. Ja. Man kann die Wartebedingungen hinzufügen, zum Beispiel. Jetzt sage ich mal, das wieder Sauerstoff. Ist das hier abgebildet? Ja. Ja, da rauschen die Züge durch. Wenn der Sauerstoff größer oder gleich, hier in dem Fall jetzt 200.000, so viel wie in Zug reinpasst ist, dann bitte der Zug dafür halten. Ansonsten soll er bitte hier vom Bahnhof fernbleiben. Ja, hier sieht man halt immer, welchen Bahnhof, welche Züge man hat hier. Was war denn das jetzt? Ist der Zug jetzt gerade wieder durchgerauscht? So, jetzt hält er. Wo hält denn der jetzt? Ah doch, nee, ich habe gedacht, der hält dazwischen drin. Passt schon. Bin gar nicht eingestiegen, Mensch. Ach so, weil ich den Bahnhof jetzt gesperrt habe. Deswegen ist er dann hier durchgefahren. Ja, I see, ey, Glotz, ja. Wenn Bahnhöfe rot sind, dann dürfen die auch nicht angefahren werden. So ist es, die ganze Thematik anscheinend. So. Ja, komm, wir können das auch mal ohne diese großen Kästen machen, oder? Wir machen ja alles jetzt bloß noch mit den Kästen. Brauchen wir da eine Verbindung vom Sauerstoffwerk? Wie schaut das hier aus? Die Pumpe passt hier nicht rein. Nee. Will ich die dahin machen oder will ich die woanders hin machen? Ich muss ja so oder so tunneln, das ist richtig. Aber da wird das Tunnelrohr eh nicht reichen. Ich tue doppelt tunneln. Brauche jetzt noch mal hier die ganz langen Rohre, die ich habe. Die hier, ich baue gleich mal wieder zwei. Ja, es reicht so oder so nicht. Das war mir sowas von fast klar. Und weil es geht, können wir einfach das Schwarze Rohr wieder weiterverwerten.
Hier wird mal wieder hier so eine Leitung machen. Ein Betonrohr hätte mir nicht gereicht. So, lasse den Sauerstoff fließen. Eigentlich müsste er jetzt hier flüssig sein, oder? Ja, er kann gasförmig sein oder flüssig, aber wir wissen es nicht. So, gluckerti. Wir sehen jetzt nicht, was im Tank ist. Ich müsste jetzt wieder hergehen. Grünes Signalkabel. Ja. Jetzt einfach mal einen Masten nehmen und dann das da wieder draufhängen. Ups. Das war bescheuert. So war es nicht geplant. Hängen wir das mal auf den Mast. Dann sehe ich, wie viel Kader schon drin ist. Ansonsten sehe ich halt die Schaltungsbedingungen und wie viel da schon da ist. Ja, die Hälfte haben wir schon mal und dann kommt der Zug auch wieder angebraust. So ein Pedal, ja, das ist lustig gebaut hier. Ja, also das ist jetzt ein Chaos-Bahn-System. Das kann man auch in schön bauen. Aber ich habe es hier halt wirklich verschlafen, das jetzt einigermaßen zu planen, schon im Vorgriff. Und jetzt müssen wir halt damit leben. Ich brauche noch ein paar Bahnsignale, würde ich sagen. Damit die Bahn kommen kann wieder. Ja, bei mir fährt die Bahn auch planmäßig, wie ich das will. Hier mal einen größeren Abschnitt. Wir brauchen keine so kleinen Abschnitte jetzt hier machen. Aber es ist halt wichtig, wenn man jetzt mehrere Züge hier hätte, damit die hier auch näher hinfahren können. Ansonsten würden die irgendwo rumstehen, wo sie vielleicht stören, die Züge. Ja klar, die Innenbahn ist ein bisschen kürzer, deswegen habe ich jetzt gerade geguckt, ob da tatsächlich 4 Waggons stehen können. So, die melden beide grün, also ist die Zugstrecke frei auf beiden Seiten. Jetzt nicht mehr, jetzt kam er kurz. Ja, er fuhr durch den Sektor und hat ihn gleich wieder freigegeben. Hoppala, das war jetzt nicht so schön. So. Das war's schon wieder. Die Signale kosten ja nicht viel. Ein bisschen Licht und fertig aus. Ein bisschen Kabel. Dann war's das. Jetzt kommt gleich die Kreuzung. Ups, da sehe ich selber nichts mehr so weit. Habe ich rausgedreht. Das war wieder hässlich. So. Da machen wir jetzt keinen großen Dings. Da kommt doch schon wieder der Zug, jawohl. Ja, ich glaube, ihr wartet alle schon wieder drauf, dass ich überfahren werde. Ich hoffe nicht. Weil ich möchte kein Pfannkuchen sein. So. Da brauchen wir jetzt keins mehr. Hier können wir noch. So, das Signal ist blau. Er ist nicht im Bahnhof und der andere könnte in seinen Bahnhof fahren, weil wir hier nochmal ein Abschnittssignal haben. Und die Strecke kann man auch nochmal einteilen, wenn man das denn wollte. Aber es passt so. Jetzt ist er auch da, hat hier seinen Treibstoff hingebracht, seinen Sauerstoff. So, die Sache läuft. Wir haben festgestellt, dass wir eigentlich eine dieser Leitungen nicht bräuchten. Aber jetzt habe ich das eigentlich schon wieder verschlafen.
Jetzt haben wir halt auf beiden Ausgängen dasselbe Produkt. Das ist aber nicht schlimm. Jetzt können wir uns raussuchen, wo wir unsere Tanklager hinbauen. Die könnte ich theoretisch, wenn wir denn da, ja, ich baue die auf die Gegenseite hier hin. Das wäre doch eine Idee. 1, 2, 3, 4. Gut, ich habe jetzt hier keine Vertratung, wie viel wir da drin haben. Das kann man ja nachholen. Das brauche ich jetzt nicht. Ich baue das jetzt mal analog oder genau hier auf der Seite. Ich habe ihn da Platz gelassen. 1, 2, ja. Das ist Platz für eine Pumpe. Also man könnte ja, aber ich glaube an die Tanks kann der Zug nicht ankoppeln. Weil die Pumpe. Das geht nicht. Die sind halt als große Tanks hier. Aber es sieht halt schön aus, wenn es hier zwischen den Schienen hier so steht, wenn man da jetzt praktisch aus der Ego-Perspektive durchgehen würde, so wie man es in Factorio kann, muss es richtig genial sein. Also wie in Factorio die Züge sein werden oder die Monorail, glaube ich, wie es da heißt, das weiß noch keiner, selbst ich nicht als Alpha-Mitglied. Ich habe den Monorail selber da noch nicht probiert oder ausgetestet. Es ist halt so eine Sache, ich habe ja auch nicht immer meine Zeit hier, ne? Da kann ich auch nicht immer so viel vortesten, weil ich auch noch andere Spiele testen muss und gucken und so weiter. Der ganze redaktionelle Part hier, ne? Den muss ich ja selber auch machen hier. So, da wurde nochmal Sauerstoff geliefert. Hier könnten wir theoretisch immer Strom hätten, ja, wir haben aber hier keinen. Könnte man auch mal eine Pumpe reinbauen, wollte ich eigentlich sagen. Oder wir bauen die Pumpe hier mit rein. Dann hat es auf jeden Fall Strom. Zwei Pumpen bitte. 1, 2, das ist wie mit dem Zucker. Wie viel Stück Zucker hätten es denn gern? Und dann POM! POM! Richtig schön mit dem Löffel auf den Kopf gehauen. Also wie gesagt, das ist jetzt hier eigentlich Blödsinn, was wir jetzt hier haben. Mit der Doppelleitung. Da machen wir mal eine Verbindung rein. Da kommt dann die Pumpe hin. Da kommt eine Pumpe hin. So, jetzt teste ich mal kurz, aber das wird nicht gehen. Nee. Nee. Ah nee, doch. Ich bin natürlich blöd. Doch, es geht natürlich auf den Zug, kann er dann hier laden. Ja, ja. Okay. Falls da sich jetzt einer am Kopf gekratzt hat, was meint er denn? Das geht doch. Ja, da habe ich nicht weit, so weit fertig gedacht. Da war ich schon wieder am nächsten Gedanken dann hier denken. Es ist halt immer so eine Sache, ne? So, jetzt wird es hier auch schön leer gehalten und wird hier reingestopft in die Tanks. So, was war das jetzt? Stickstoffmonoxid. Monoxid! So, dann kann ich das Stickstoffmonoxid der Süden kann ich jetzt hier löschen. Delete on this page. So, der Stickstoffmonoxid wird jetzt gebraucht. Für hier und für da. Ne, für da wird er nicht gebraucht. Ah ja, genau. Und hier ist es so. Hier brauchen wir den Sauerstoff. Ne. Ah, ne. Stellt euch jetzt vor, wie ich gerade den Kopf auf die Tischplatte hau. Ich hab's nicht gesehen. Natürlich ist ja kein Fehler in der Rezeptbücherei. Hier steht Stickstoff. Hier steht Stickstoffmonoxid. Also, das bedeutet, ich kann aus Stickstoff und Sauerstoff auch Stickstoffdioxid herstellen. Und jetzt könnte ich es mir einfach machen, weil ich ja das hier schon da habe. Also das Stickstoffmonoxid hier.
dass ich von mir hier was abzweig und mit Sauerstoff, den wir jetzt hier auch gerade geliefert haben, dass ich hier jetzt hergehen könnte und ihr wisst schon, was mache. Produziere. Jetzt schauen wir uns mal das andere an. Wir brauchen hier 40 Stickstoffmonoxid. Und hier brauchen wir 100 Stickstoffmonoxid später. Also wird es eigentlich gar nicht so toll sein, wenn wir hier an der Produktion schon was wegklauen. Also würde ich den Stickstoff auch noch hierher karren. Wobei wir könnten den Stickstoff und den Sauerstoff oben schon zusammenmischen. Und könnten dann mit dem Zug runterfahren. Das könnte man machen. Das könnte man machen, natürlich. Weil jetzt müsste ich den Stickstoff auch noch hierher karren. Die Frage ist, brauche ich hier nochmal Stickstoff? Nee. Ich brauche hier keinen Stickstoff mehr. Nö. Okay. Also gut. Rezeptebuch schließen. Ja, das wird eine einfache Sache, weil man da bloß noch eine Rohrleitung brauchen, jeweils auf einer Seite. Habe ich mir so eine Fertigungsinsel schon mal. Ja, natürlich habe ich solche Fertigungsinseln. Da können wir wieder unser Originaldesign benutzen eigentlich. Oder? Ja, nee, unser neues eines Spezialdesign könnten wir verwenden. Ja, die Frage ist, hier oben ist da viel Platz. Eigentlich eher weniger. Aber wir sind halt hier direkt an der Sauerstoffquelle. Muss sagen, der füllt sich relativ langsam. Pumpt auch wie ein Weltmeister. Was sagt denn unser Mast hier? Ja, nee, das steigt sehr langsam hier, der Sauerstoff. Aber das hat was mit der Rohrkapazität auch zu tun, teilweise. Ja, wobei, hier ist nicht viel drin. Ja, da wird es mehr wieder. Es ist teilweise wie, als wäre es tatsächlich so, dass die Pumpen ab einer gewissen Rohrlänge nicht mehr können. Ich weiß es einfach nicht. Das ist jetzt meine Mutmaßung. So, jetzt wäre er wieder verfügbar. Ja, die Frage ist, wie viel Sauerstoff haben wir denn hier schon? Okay, hier haben wir fast 800k. Ich glaube, ich kann den Stickstoff noch hier mit runter. Einfach mal so, damit wir hier noch mehr Bahnverkehr mit drauf kriegen. Ich habe mir da auch schon was überlegt, wie ich das mache. Oh je, er hat sich was überlegt. Haltet die Hüte fest, sozusagen. Ich werde hier das kaskadieren, sozusagen. Wow, er wirft mit Worten um sich um. Mit fremden Wörtern. So, vielleicht noch ein Stückchen weiter. Ja, ich stehe nicht im Weg. Du kannst mich nie überfahren. So, da wird es ein bisschen enger. Ups, nein! Nicht so. Nicht so. Mensch. So, aber. So, das wird jetzt ein bisschen. Ja, ich glaube, ich möchte das ein bisschen an. Ich möchte es nicht so direkt, oder? Das könnte man machen, aber das wird ein bisschen blöd. Ich mache es anders da. Ich fahre hier noch ein bisschen in der Gegend rum. Naja, das ist ein bisschen viel. Ein Segment weniger, wenn es geht. So, jawohl.
Sehr schön. Abschlusssignal. Mehr Signal. So, da haben wir jetzt eigentlich genug Platz, dass dein Zug stehen kann und warten kann. Hier brauchen wir eigentlich nicht noch ein mehr Signale. Aber ich mache es trotzdem, weil ich es kann. Weil es einfach schön aussieht. So eine schöne Lichter. So. Wie viele Lichter siehst du hier? Aha. Es sind 4. Nö. Miep. Ja, dann machen wir halt. Nein. Wobei man hier nicht unbedingt ein Signal bräuchte. Ich quetsche es mal dahin. Also da passt ein ganzer Zug hin, hier leider nicht. Ja, der passt halt auch gerade so dahin. Ja, komm, den entfernen wir hier. Das Signal muss halten hierfür. Das muss ausreichen. So, ich brauche einen weiteren Bahnhof. Eine weitere Hofbahn, genau. So. Bip. Hier Anschluss. Du wirst die Stickstoffbahn, nicht die Puggy, sondern Stickstoff. Stickstoff. Entladung. Das können wir auch mal einfach, weil wir es können, blau machen halt. Nee, blau. Blau wieder Stickstoff. Ist auch nur so eine Sache hier, das ist ja wurscht. So. Wir brauchen 1, 2, 3, 4 Pumpen. Dann brauchen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tanks. Dann brauchen wir... Brauchen wir die Blaupausen noch? Ich lösche die mal. Die behalte ich mal. Das kopiere ich mir mal. Ohne Strommast. So, speichern. Der Stickstoff wird hier geliefert. Ja, er wird geliefert. Jetzt hast du es kaputt gemacht, Mensch. So, hier. So, hier benutzen wir eigentlich einen Glitch, wenn wir so wollen. Die grünen Logistikleitungen oder Steuerleitungen, die werden hier automatisch mitgesetzt und die werden gar nicht benötigt. Die setzen die Roboter dann einfach so. Das ist der einzige Glitch, wo mir hier halt auch bekannt ist im Spiel. Es ist ja nicht normal, dass hier einfach das Zeug hier wegkommt. So, jetzt lass mich mal was überlegen. Wir können hier mit einer Leitung das hier dran machen, damit wir sehen, was da drin ist. Da ist natürlich null drin, aber wir dürfen jetzt nicht. Oder? Eigentlich schon. Ich probiere mal kurz was. Ja, nee, ja. Das ist knapp, wie ich jetzt hier stehe. Also das funktioniert nicht. Ich muss hier ein grünes Kabel hinbauen, aber das dürfte normalerweise kein Thema geben, weil mir ja sowieso sagen, was wir denn hier für einen Stoff haben wollen. Ich will das nur einfach auf dem Strommast liegen haben. So. Jetzt habe ich das Komplettsignal drauf liegen. Den Stickstoff haben wir hier noch nicht. Ja. Wir brauchen einen weiteren Zug. Keine E-Lok, sondern den normalen. Auch nicht gepanzert. Die hier 1.
Und die stinknormalen Tankwaggons. 1, 2, 3. Da hat's ihn verlassen. Was fehlt denn? Material fehlt. Kriege ich hier kein Material geliefert oder wie schaut's aus? Ich warte mal noch einen Moment. Vielleicht liefert mir jemand was. Na doch, ich krieg Sachen. Irgendwas fehlt. Was fehlt denn da? Tankwaggon 2. Als Voraussetzung. Ja, jetzt kann ich einen Zweier erst bauen. Jetzt. So, jetzt kann ich den neuen Zug setzen. Zack. Und die Waggons ankoppeln. Den Zug können wir übrigens blau einfärben, wenn wir den wollen. So. Du bekommst einen Fahrplan, einen vorläufigen schon mal. Zwar Stickstoffentladung, Inventar leer. Plus Bedingung, Zeit vergangen. Aber wir wissen ja, entladen geht schneller wie beladen. Dann die andere Bedingung können wir noch nicht setzen. Den Bahnhof haben wir noch nicht. Dann kriegt er noch eine Treibstoff. Oh je, da habe ich jede Menge Zeug hier gespart. So viele Bänder braucht man auch nicht hier. Das nimmt nur Platz weg. Das nimmt nur Platz weg. Was soll der Scheiß hier? Das nimmt auch Platz weg. So. Jetzt habe ich gerade schon wieder einen Faden verloren. Warte mal, hier brauchen wir noch ein Signal hier vorne dran. Und hier hinten, ups. Brauchen wir das hier. Deswegen steht ja auch so ein anderes Signal, weil das andere Signal dann gegebenenfalls weiterleitet, wo der Zug dann hin will. So. Ja, genau, Tankstelle. Das war's. Eine Anforderungskiste. So wie hier. Auf gleicher Höhe. So. Zack. Jawohl. Hier soll Stickstoff geliefert werden. Der stickige Stoff hier. So, und hier fahre ich jetzt nicht mit dem Zug in der Gegend. Ich mache das jetzt nicht. Warte mal. Ha! Eingestiegen. Danke fürs Taxi. Da muss ich jetzt nicht hinlaufen. Warum müssen wir hier halten? Hallo. Warum müssen wir hier halten? Ich will ja nicht halten. Wir haben Rot, weil... Hier ist gelb. Ah, weil hier gerade ein Zug kommt. Ah ja, da müssen wir noch mehr Signale bauen. Ja, da müssen wir noch sehr viele Signale bauen. Ja, das ist jetzt das Problem ein bisschen, dass da sich vermehrt Wartezeiten stauen können, wenn wir da auf der Kreuzung nicht auch irgendwie Freigabe haben. Boah, ist das schnell der Zug, ey. Dankeschön fürs Mitnehmen. So. Wenn wir auf der Route weiterfahren, dann muss ich jetzt hier... Oh Gott, oh Gott. Also das wird jetzt nicht mehr sehr einfach. Der ist ja außer Konkurrenz, das ist das falsche Gleis. Stickstoff haben wir hier im Tank stehen. Ja, da habe ich aber auch nicht gedacht, dass wir so viel Stickstoff brauchen würden. Wartet mal. Ich baue hier mal noch drei Tanks hin. 1, 2, 3. Das erscheint mir doch ein bisschen sinnvoll zu sein. Was war denn hier?
da passt es nicht, weil ja. Ja, immer passt es nicht, wie ich es brauche. Was ist denn das hier? So. Das muss ich gleich wieder setzen, das Rohr. Sonst ist hier was ausgeschlossen. Da machen wir mal einen Knicks rein. So. Ja, ich möchte das einfach so in dem Kasten haben. Jetzt kann ja mehr Stickstoff gespeichert werden. Jetzt dürften eigentlich die Fackeln gar nicht mehr viel verbrennen hier. Naja, gut, okay. Die machen es trotzdem noch. Ja, eigentlich machen die Fackeln ja mehr hier Sinn, ne? Überlaufventil, okay. Was ist das? Ein Rückschlagventil? Alles, was hier im Tank drin ist, ist drin, okay. Die eine Fackel, der fackelt immer noch ab. Das gefällt mir jetzt nicht ganz so gut. Entschuldigung. Ich hole mir mal noch eine Pumpe. Ich möchte hier noch eine Pumpe haben. Einfach weil ich es kann. So. Ja, jetzt wird das nämlich ja, oder? Schneller abtransportiert. Eine Fackel mal aus. Wir werden sehen, vielleicht setze ich die Fackel auch noch um. Kann die ja noch hier hinsetzen, irgendwo an den Tank. Auf jeden Fall müssen wir da jetzt dann durchleiten. Hier können wir. Hier könnten wir eigentlich durchfahren. Naja, bis hier hin. Ne, warte mal, wir machen es wieder ganz elegant mit unseren Tunnelrohren nach dem Speichern. Bahnhof, Bahnhof, Bahnhof. Es gibt leider keine Tunnel für Züge. Das ist schade. Das wäre halt wirklich wünschenswert. Aber ich weiß nicht, es ist vielleicht auch schwierig, das zu programmieren. Da kenne ich mich zu wenig aus. Wir könnten jetzt hier einen Zwischenbahnhof reinbauen, aber das wird uns die ganze Strecke blockieren. Das machen wir nicht. So, ich werde das Ganze jetzt mal weiterleiten. So. Ah, ich habe eine Idee schon. Ja, ich habe schon wieder eine Idee. Das muss nicht so sein. Das machen wir so. Und dann wird hier ein Bahnhof entstehen noch. Hier machen wir noch ein Gleis. Das müsste eigentlich funktionieren. Ah, das war zu weit. Kann man das noch ein bisschen kürzer machen? Na, das ist zu. Nee, wir müssen doch eins weiter raus. So. Na, warte mal, ich brauche mal einen Bahnhof, um das zu sehen. So kann ich es anbieten.
davor kommt ein Signal. Ja, geh jetzt. Dieser Shadow ist ein bisschen komisch. So. Da kommt ein Zug. So, wie lang denn das Irks? Das Signal müssen wir versetzen. Hier haben wir noch ein bisschen Platz. Ja, das eine Signal können wir versetzen. So. Okay. Hier kann man theoretisch jetzt dann so ein blaues Signal setzen. Ne, wobei ich mache hier Blocksignale. Das können wir noch ein bisschen vorholen. Hinterm Bahnhof soll auch ein Signal stehen. Das soll hier stehen. So, gut, hier soll dann der Stickstoffbahnhof entstehen. Dazu brauchen wir Tanks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Den kann ich schon mal benennen und die Farbe einstellen. Einfach nur kosmetischer Natur. Wie heißt das Skylord Gadget? Okay, leider wirst du nicht so heißen. Sonst weiß ich nachher nicht mehr, was los ist. Stickstoff. Entladung wird zu B-Ladung. B-Ladung. So. Jawohl. Ja, jetzt hat sich die ganze Sache schon hier richtig schön etabliert. Das kann man ein bisschen variieren hier, die ganze Geschichte. Machen wir es mal hier hin. So. Das mache ich noch, ich weiß, die Folge ist schon wieder lang. Das wollte ich jetzt einfach noch mit euch zusammen errichten hier. Weil es so schön aussieht, mache ich das auch noch so. So, die Pumpen haben wir noch nicht gebaut. 1, 2, 3, 4, 5. Wir brauchen noch eine fünfte Pumpe. Wer hätte das gedacht? So, die letzte ist meine. Die baue ich hier hin. Verkehrt rum. Das muss in Zugrichtung gehen. Sonst bringt das gar nichts. So, jetzt das mal hier noch ankoppeln. Auf jeden Fall aufpassen, dass man nicht wieder hier irgendwo hinkommt, dass uns da der Zug überrollt. So, hier ist wieder schön. Schön, dass die Verbindung so gut hält. Die hier, da kommen wir nicht komplett durch, brauchen nur ein bisschen normales Rohr und fertig ist die ganze Maschinerie. So, dann gibt man das Blaue drauf, meine Lieblingsfarbe Blau, danach kommt Grün. Ja, schieben wir jetzt hier rein. Wir wollen beim Bahnhof bitte eine Anzeige haben. Also erstmal möchte ich da, dass das hier drauf kommt. Und das auf den Bahnhof geht hier. So. Aktivieren, deaktivieren. Anzug senden, meinetwegen. Inhalt des Zuges kann man auch auslesen, meinetwegen. Das ist eigentlich egal. Stickstoff.
Ammoniak, nein. Stickstoff, das ist mit Doppelatomen, das ist immer schön zu sehen. Wenn es kleiner oder gleich wie 200.000 einmal Fassungsvermögen des Zuges ist, dann bitte rot machen, wenn das so wäre. Warte mal, ist das jetzt hier? Nee, ist okay. Ja. Nein, das sind 2 Millionen. Ich habe mir doch gedacht. 200.000, 2 Millionen, das geht ja gar nicht rein. So, wie viel Stickstoff haben wir denn schon? 80.000, jawohl, sehr schön. Die Lok, die haben wir noch nicht, keine Züge. So, den Lok, die Lok, den Lok, der Lok, das Lok. Das Lokbuch bekommt jetzt hier einen zusätzlichen Halt. Stickstoff, Beladung, Inventar voll. Oder aber Zeit vergangen, 60 Sekunden. Zack, manuell auf Auto und los fährt der Zug. Sehen, wie weit er kommt. Der muss jetzt halten, weil ja, weil er hier rot gekriegt hat kurz. Nee, muss er nicht. Geht schon wieder. Gut, wir haben hier ein Signal, aber wir haben hier doch, wir haben hier drüben auch Signale. Was haben wir hier gebaut? Was soll der Scheiß? Das ist aber wegen eng. Was habe ich denn da zusammen gebaut? Das muss ich jetzt noch telemäßig hier ändern. Das eine Signal hier kann weg. Das könnt ihr gleich umsetzen. Haben sie aber nicht gerafft, die blöden Robbys. Hier kriegt man noch hier ein Signal von mir geschenkt oder zwei. Ja gut, hier unten fehlen einfach noch Signale, aber die kann man nicht telemäßig setzen, glaube ich. Da kann man sie, glaube ich, auch nicht telemäßig setzen, oder? Ah doch, das eine hat er gesetzt, ja. Doch, da ist Verbindung. Bin ich denn gerade? Ah ja, hier beim Klappen. So, hat er jetzt schon mal getankt hier? Ja, hat er. Stickstoff läuft bei uns. Jawohl. Schöne Sache. So, jetzt muss ich aber nach oben gucken, wie das da signalmäßig ausgeht. Ja. Hier sollte noch ein Signal stehen. Hier, genau da. Am Ende des Bahnhofs steht auch ein Signal, jawohl. So, der meldet hier. Er hat kurz rot, ja, ich war klar. Das Signal ist hier, dann das nächste Signal wird da. Das kann ich aber nicht mehr setzen, nee. Dann lassen wir es weg. Passt auch so, es sind ja keine zwei Züge auf dem Gleis. So, warte mal, ich muss den Zug noch erreichen. So. Der tankt, okay, Moment mal, warum? Nee, das ist verkehrt, das Fahrzeichen hier. So. Größer oder gleich. Wie ist das beim anderen Bahnhof gemacht? Größer oder gleich, jawohl. Das stimmt. Jetzt müsste eigentlich der Bahnhof rot sein eigentlich, ja. Er ist rot, jetzt wartet auf die Zeit. Er kann nicht voll werden, vergiss es zu. Vergiss es, du kannst fahren. Er könnte bis zum nächsten Haltsignal fahren. Ja, ich kann jetzt hier auch nicht. So, jetzt. Jetzt fahren wir. Jetzt fahre ich einfach wieder zurück zum Bereich, wo ich hin möchte. Und dann werde ich auch die Folge beenden. Es war nicht so gedacht, aber ich wollte das jetzt noch fertig haben. Dass ich dann nachher weiß, was ich dann noch machen wollte. Zisch. So, entladen geht immer ratzifatzi. Ja, wobei, geht nicht so ganz so schnell hier hinten. Jetzt ist er leer. So. Der eine Tank war voller. Gib's zu. So.
Ha, schöne Sache. Jetzt haben wir unser Netzwerk hier. Da denkt man fast, das wäre zusammen, wenn man es von hier aus sieht, aber es ist nicht. Das ist, weil das ja... Kann ich das noch ein bisschen verändern? Das mache ich jetzt noch geschwind. Komm. Dass das doch ein bisschen von oben besser aussieht. Ja, was auch in Factorio jetzt hier besser ist, man kann von oben drauf gucken. Bei Satisfactory ist es halt durch die 3D-Komponente nicht ganz so einfach, da zu bauen teilweise. Oh je, was haben wir jetzt da draußen für ein Wetter? Schneesturm. Hm. Gut, egal. Wir haben jetzt unser Sauerstoff und Stickstoff da. Jetzt können wir dann ja weiterverarbeiten, den Stickstoff. Aber ich sage jetzt erstmal wieder vielen, vielen, vielen Dank fürs lange Zuschauen. Wenn ihr das soweit geschafft habt, dann fühlt euch gedrückt. Weiter geht's beim nächsten Mal. Ich bin auch schon ein bisschen müde geworden jetzt hier. Ja, eine lange Aufnahmesession hier. So, tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt euer Fabrikmeister Legolas.